Ich bin's wieder, die Jasmin. Ich wollte mal etwas Neues machen. Und zwar, wir lieben Quinoa-Auflauf. Und heute mache ich Quinoa-Auflauf in einem Kürbis drin. Also die gleiche Füllung wie in unserem Quinoa-Auflauf. Nur fülle ich da mit dem Butternut. Und ich wollte euch heute einfach mal mitnehmen und euch zeigen, wie einfach das ist. Und wir essen den sehr, sehr gerne, er ist sehr gesund und wollen wir doch mal anfangen. Ich muss euch nur kurz abschalten, um zu ändern. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also, hier habe ich so ein halbes Cup. Ist das? Also ganz voll ist halb Cup-Einheit mit Quinoa und zwei von diesen Cups mit Wasser. Da kommt jetzt noch eine Karotte mit rein. Und Gemüsebrühe. Das ist jetzt eine neue mit Lauch und Champignon-Geschmack. Ruhig kräftig würzen. So. Und dann nur erstmal anmachen. Nachher, wenn das dann fertig aufgekocht ist, wird der Herd runtergestellt, Deckel drauf. Und durchziehen lassen, bis die Flüssigkeit weg ist, wie Reis kochen eigentlich. Vorher habe ich den Quinoa gewaschen, weil er sonst bei manchen leicht bitter schmeckt. Wenn das dann passiert ist, kommen noch zwei Lauchzwiebeln mit rein. Eigentlich nehme ich einen Lauch, aber ich hatte jetzt keinen mehr da. Eine Knoblauchzehe, einen halben Becher Sahne, ein Ei. Und geriebenen Käse nach Wunsch. Ich kaufe da immer zum Reiben ein ganzes Stück Emmentaler. Reibe den auf einmal und hebe den dann in der Dose auf. Das passt perfekt eigentlich zu allen Aufläufen oder Nudelgerichten, die ich mache. Und nachher noch ein Butternut. Der ist hier noch im Wachspapier eingepackt. Damit er nicht schlecht wird. Der wird dann, zeige ich euch dann nachher, wie das weiter funktioniert. Mehr ist da eigentlich gar nicht dran. Ja, also bis dann. So, der Quinoa ist jetzt gar gewesen. Jetzt habe ich da einfach noch die Lauchzwiebel, den Knoblauch, den halben Becher Sahne und das Ei mit reingetan und in den Kürbis gefüllt. Da kam jetzt noch Käse drauf. Es ist beabsichtigt, dass die Füllung sehr flüssig ist, weil der Quinoa ist auch noch nicht richtig gar. Das passiert jetzt noch im Ofen. Und ich habe gar nicht alles reingekriegt, deswegen habe ich noch so eine kleine, ihr seht, Mini-Auflaufform, den Rest reingetan. Schmeckt auch aufgewärmt sehr gut. Ich mag sie dann am liebsten mit Tomatensauce. Und nachher zeige ich euch noch, wie es fertig ausschaut. So, jetzt ist der Kürbis fertig. Der schaut jetzt so aus. Und in der Auflaufform schaut er so aus. Ich sage euch, das ist super lecker. Das ist die Hälfte von meinem Mann. Wir essen ihn wahnsinnig oft. Und wir mögen den einfach sehr gerne. Ja klar, sonst würden wir ihn ja auch nicht so oft essen. Den Auflauf. Kann man auch nur kombinieren mit Tomate oder anderem Gemüse, was man mag. Mit Champignons und, und. Aber die Grundlage ist immer dasselbe. Das Rezept verlinke ich euch unten. Oder nicht verlinken, ich schreibe es euch in die Infobox. Und wenn ihr es mal nachgemacht habt, würde es mich freuen, wenn ihr es mir mal schreibt und wie es euch geschmeckt hat. Also dann, viel Spaß beim Nachmachen.